Grafik da weg vom Tisch. Wie schaut denn das aus, wenn der Besuch kommt und da steht ja so ein Computer rum? Mama, das ist kein Computer, das ist ein Laptop. Das ist mir wurscht. Hauptsache, das Klump verschwindet. Ich meine, es ist ja schön, dass du dich so dafür interessierst, aber gleich kommt der Besuch, also schwing dich. Ja, keep cool, Mama, ich mach's ja schon. Und ich hab mir immer gedacht, Weihnachten ist das Fest des Friedens. Weihnachten ist seit einer Woche vorbei und morgen ist Silvester. Ah, und weil das Friedensfest jetzt aus ist, jetzt darf man wieder streiten. Und deshalb blamiert Nachbarn ein. Komm, schwing dich jetzt auch. Du, den Pullover, den ich dir zu Weihnachten gestrickt hab, den nimmst du auch mit. Muss denn das sein, Mama? Den kannst du morgen gleich einmal anziehen, gell? Ja. Du kannst deiner Mutter ruhig einmal eine Freude machen. Du weißt ganz genau, dass der Papa morgen die große Verkündigung macht. Ja, ja, ich weiß schon. Er verkündigt morgen, dass er das Autohaus an meinen großen Bruder übergibt. Und ich komm vom Regen in die Traufe. Du, dass du verjahrt deinen Mund holst vor die Leine, bevor es der Papa offiziell macht, gell? Ich werde mich beherrschen können. Gar nicht so schwing dich. Gleich kommt der Besuch. Ich geh ja schon. Ja, grüß dich, Papa. Ja, grüß euch. Hat der Opa schon was herlassen, wenn er kommt? Ja, den muss ich noch vom Bahnhof holen. Na, der hat nichts gesagt. Ja, der wird halt mit dem Bus kommen. Ja, hoffentlich. Nicht, dass ich den noch holen muss, gell? Du, schau mal, was ich gekauft hab. Das Beste vom Besten. Ja, man darf sich nicht lumpen lassen, wenn die Nachbarn kommen, gell? Du, was meinst jetzt du? Sollen jetzt wir unsere Bombe zum Fondue platzen lassen oder erst um 12 Uhr zum Feuerwerk? Ja, eher später. Aha. Nee, was tust denn da? Mensch, die Tüten ist ja ganz nass. Gleich kommt die Frau Dotterweich und die Frau Sundermann. Was, die Dotterweich kommt? Ja. Die Dotterweich von rechts und die Sundermann von links. Wir müssen doch nur das Essen für morgen Abend besprechen. Das wird ja gar nicht so einfach werden, die ganzen Geschmäcker unter einen Hut zu bringen. Ja, schließlich soll es ja alles schmecken. Ja, bravo, bravo. Also wenn die zwei kommen, dann können wir uns am Fernseher auslassen. So viel wie die reden, gell? Ja. Wahrscheinlich kommen die daheim mit zu Wort. Du Hilde, ich mein schon auch, dass es gescheiter ist, wenn wir unsere Bombe erst um 12 Uhr platzen lassen. Ja. Genau. Schafft Zeit noch mal. Muss man denn immer hinter euch Mannsbüder nachrammen? Das Feuerwerk tust jetzt hinaus auf die Terrassen. Und dann schaust du, dass du den Christbaum auf die Seiten rüberstellst, weil dann haben wir mehr Platz zum Essen, wenn wir den Tisch ausziehen. Und dann. Moment. Langsam, gell? Also eines nach dem anderen. Weil so viel kann ich mir nicht merken. Also jetzt pass auf. Also den Christbaum auf die Terrasse und das Feuerwerk in den Ofen und. Männer, eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich bin ja bloß neugierig, was einmal wert, wenn du nicht mehr arbeitest. Was meinst du? Ich wollte nur sagen, dass ich mich freue, wenn du morgen die Bombe platzen lässt. Besonders auf das Gesicht von deinem Sohn bin ich neugierig. Ja, Frau Sundermann, grüß Gott. Komm es doch rein. Ja, grüß Gott, Herr Obermeier. Grüß Gott, ja. Ach, haben Sie ein Feuerwerk gekauft? Ja. Das super Skalphörner-Paket. Sie, da werden Sie Augen machen. Naja, wem's gefällt. Aber was Sie so alles machen nebenher. Autohändler. Ja, und einkaufen tut er auch noch. Respekt. Hörst du's, Hilda? Diese Frau versteht was von Männern. Ja. Geh, Herr Obermeier. Frau Sundermann, nehmen Sie doch Platz, bitte. Ja. Wo
Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gern. So. Wir sind ja eher gegen die Silvesterknallerei. Mein Mann hat da lieber eine Spende für Brot für die Welt gemacht. Man muss ja auch ein bisschen an die anderen Leute denken, gell? Ja, ja, richtig, richtig. Wenn's auch bloß auf Weihnachten ist, gell? Karl, du, wenn du da mit dem Christbaum umstellen fertig bist, dann musst du den Mülltonnen nun aussuchen. Die quillt ja schon über. Ja, ja, bei uns auch. Obwohl wir ja den ganzen Müll trennen. Bis ins Kleinste. Ach, hätten Sie einen Züchter, Frau Obermeier? Ach, zerfickst der Nadel vielleicht, der Baumkleber. Einmal Süßstoff, kein Problem. Danke, ganz lieb. Es ist nämlich wegen meiner Diät. Ich bin da ganz streng zu mir. Ja, das sieht man gar nicht. Nein, nein, ich meine, ich sieg da nicht hin. Der steht, das ist ein altes Club, gell? Das sagst du jedes Jahr. Und dann ist nächstes Weihnachten immer nur der alte Ständer da. Was? So, einmal Süßstoff, so. Bitte. Danke. Wollen Sie einen Stollen? Nein, danke. Ich darf nicht. Oh, und Platz? Nein, wirklich nicht. Ja, schafft Zeiten, wie soll denn das gehen? Das ganze Gehänge und dann immer das Lametta da, verstehst du? Ja, 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 ja. Mein Tino lamentiert auch immer. Oh. Entschuldigung. So. Ja, lass dir halt dann von Florian helfen. Ja, ja. Flo? 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 Ja, ja, Gott, Frau Ohrmeier. Auch das noch. Ui, ui, ui. Ah! Oh. Ist das ein schöner Baum? Und das viele Lametta. Also wirklich wunderschön. Ja, ja, wunderschön, gell? Nur leider hängt mir das Lametta gerade ins Knack. Also was Sie so alles können, Herr Obermeier, Autos verkaufen und dann macht er sich auch noch im Haushalt nützlich. Respekt, Respekt. Grüß Gott, Frau Sundermann. Grüß Gott, Frau Dr. Weich. Nimm uns doch Platz, bitte. Dankeschön. Herr Kaffeechan. Oh ja, sehr gerne. Flo! Ja, was ist denn? Ach, Gott. Ja, hilf mir mal bei dem Baum da jetzt. Oh mein, seid ihr unselbstständig. Ja, der nadelt ja. Ja, mein. Wo soll denn der hin? Ja, da rüber zum Kachelofen. Moment. Ich tue jetzt erst einmal die Lampen weg. Ja, aber so. Halt noch, gell? Ah, jetzt pass auf. Jetzt. So. Warte mal. Ja, rutschen, gell, rutschen. Au! Du machst runter. Nein, 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 nur rutschen. Geht schon. Pass halt auf. Ja, langst du nicht, dass du mich immer im Autohaus rumkommandierst. Ich muss jetzt das daheim auch noch sein. Ja. Entschuldigung, Frau Obermeier, hätten Sie vielleicht eine normale Milch? Auf diese Kondensmilch, da kriege ich immer so Sodbrennen. Mei, Sie Arme. Eine Kuhmilch kommt sofort. Au, au. Die Platzerl sind auch nicht mehr ganz frisch. Das weiß ich nicht. Ich esse ja keine. Ja, ist auch besser so. Manchmal muss man sich auch ein bisschen bremsen, gell? Schmeckt's die Platzerl? Ja, ja, und wie? So, Hilde, du, ich geh zum Schnellermann aus, gell? Ja, und die Mülltonne nicht vergessen. Nein, nein, mach ich. Oh. Dankeschön. Kuhmilch, bitteschön. So, ich geh dann auch wieder zu meinem Laptop. Nein, 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 nein. Du musst jetzt erst einmal das Raumsparbett für den Opa in deinem Zimmer aufklappen. Wird gemacht. Und wenn's was braucht, einfach schreien. Ja. Das kennt sie ja am besten. Genau. Oder wieder einen Schlüssel vergessen. Ja, ja. Sind alle Männer gleich, gell? Wir haben ja jetzt so einen Nummerncode an unserer Haustür, ja. Da kann man dann den Ärger mit dem Schlüssel ein für alle Mal vergessen. Ja. Naja, und dann wollen wir ja auch nicht, dass die Putzfrau plötzlich an unserem Pool steht, gell? Ja, grüß die Opa! Jetzt, dass du schon da bist? Ich hab mir gedacht, wir müssen dich vom Bahnhof abholen. Nein, nein, ich bin mit dem Taxi gekommen. Geh sei also gut und zahl den Taxifahrer. Ich hab kein Klargeld. So. Ah, die Damen sind beim Kaffee. Grüß Gott, Herr Obermeier. Ja, grüß Sie, grüß Sie. Schön, dass man sich auch einmal wieder sieht. Ja, ja. Wie geht's Ihnen denn?
Mir geht's immer gut. Alles bestens. Schön. Sie sind also besagter Opa, von dem immer so viel die Rede ist. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass die so viel reden von mir. Josef Obermeier, Straßenbahnfahrer AD. Bim! Und mit wem habe ich das Vergnügen? Eleonore Dotterweich. Was? Dotterweich? Das ist gut. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was es da zu lachen gibt. Ich schon. Wie bitte? Das hält mir jetzt. Tagst du einen Kaffee, Opa? Nein, bring mir lieber ein Bier. Oder wart, ich hol mir es gleich selber. Dotterweich, was es alles gibt. So, jetzt aber. Ja. Also, ich freue mich narrisch, dass wir jetzt endlich einmal unser Nachbarschaftsfest feiern können, nachdem es im Sommer nicht hingehauen hat. Ja. Ja, das hätte ja eh nichts gebracht bei dem Sauwetter. Mhm. Ja, ja, ja. Und dann war ja auch unser Umbau noch nicht fertig. Ja. Das hat kein gutes Bild abgegeben. Ja, das tut's jetzt auch nicht. Wie bitte? Nix. Ja, und ich meine, Silvester ist doch auch eine schöne Gelegenheit, dass man sich als Nachbarn einmal ein bisschen näher kommt. Ja, und vielleicht wird ja richtig freundschaftliches Verhältnis draus, nicht wahr? Naja. Ja. Ja. Was soll es denn zum Essen geben? Also, mir war am liebsten ein Haxen. Und dazu ein gepflegtes Bier. So hört das alte Jahr schön auf und das neue fängt gut an. Herr Obermeier, jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber so fett, das ist nichts für mich. Das liegt doch noch tagelang im Magen. Ja, das kommt auf den Magen an. Ja, oder vielleicht ein schöner überbackener Leberkäse. Ja, genau. Also, es wird sich doch sicher noch was Besseres finden. Etwas, was dem Anlass angemessener ist. Also, ich würde einen Gemüsebock vorschlagen. Ja, Pfui-Teufel. Und dazu einen Basmati-Duftreis und einen Jasmin-Tee. Das ist bekömmlich und man geht gesund ins neue Jahr. Um Gottes Willen, das müsste man ja dann mit Stäbchen essen. Da verhungert man ja dabei. Ja, also, ich weiß nicht. Also, wir kaufen ja immer bei Feinkostfunk ein. Ja, da gibt es den echten Kaviar und wunderbaren Pazifiklachs und eingelegte Garnelenschwanzen. Ja, die müssen es dann auch nicht mit die Stabel essen, gell, Herr Obermeier? Garnelenschwanzen. Na, Frau Dotterweich, ich finde, man muss in der heutigen Zeit ein bisschen Maß halten. Das finde ich auch. Prost. Also, keine Angst, Frau Sundermann. Sie brauchen nichts zuzahlen. Das machen alles wir. Kein Problem, ja? Dazu gibt's natürlich echten Champagner. Französischen, versteht sich. Vielleicht können Sie das Brot besorgen, Frau Obermeier, ja? Die Tipps bringe natürlich ich mit. All inklusive, versteht sich. Ja, Fräulein. Bring es die Frau Tipps ruhig mit. Wir haben Platz genug. Ja, also, es sollte man nicht ganz einfach Fondue machen. Nein, 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 nein. Ich will Silvester nicht wie jedermann feiern. Man muss sich schon ein bisschen abheben von den normalen Leuten. Nicht nötig. Sie sind doch schon abgehoben. Was soll denn das heißen, ha? Sie sind ja bloß neidig wegen unseres Umbaus. Sicher möchten Sie auch so ein schönes Traumhaus haben, aber mein Gott, man muss es sich eben auch leisten können, gell? Neidig auf Ihre Haus? Pinkene Vorhänge zu den gelben Wänden. Na, das ist vielleicht ein Geschmack. Das nennt man Toskana-Stil. Wenn ich den Damen vielleicht einen Vorschlag machen dürfte, macht's doch ein allgemeines Fondue. Ja, mit verschiedenen Variationen. Ich meine, es gibt ja auch ein Käse- und ein Gemüsefondue, nicht? Ja, und Sie, Frau Dotterweich, Sie kennen dann Ihren Kaviar und Ihre Schrimpfschwänzel. Garnelenschwänze. Garnelenschwänze. Sie können es dann gleich als Vorspeis mitbringen. Opa, das ist eine ganz gute Idee. Na ja, und trinken Sie ja jeder das, was er am liebsten mag. Genau. Prost! Na gut, es sollen sich ja alle wohlfühlen, gell? Dann können Sie Ihr Gemüsefondue mit die Stäberl essen, gell?
Und Sie können einen Kaviar mit einem Löffel ins Fett eintauchen. Dann haben Sie frittierte Fischeier. Ja, und drunter sind Sie totterweich. Ja, also, das hätten wir jetzt dann. Noch ein Kaffee, Can? Ja, bitte. Bitte schön. Bitte. Und Platzerl? Nein, danke. Du, Mama, bist du sicher, dass das mit dem Opa auf dem Klappbett hier hat? Ja. Ich meine, der ist doch so pampert. der hat doch da niemals Platz. Was? Servus, Opa. Geh doch einmal her zu mir, Florian. Auwe, jetzt gibt's ein manches. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen, Baby Obermeier? Nix. Gut, dann bringst du mir nur Bier. So. Ja, wenn's weiter nix ist, liebend gern. Und mir selber bring ich auch eins mit. Oh. Sagen Sie, du hast schon am helllichten Tag mit dem Alkohol an. Kein Wunder, bei denen ich vorfahren. Also mein Tilo, der trinkt ja keinen Alkohol. Also keinen Alkohol mehr, meine ich. Früher hat er schon hin und wieder mal einen Schluck getrunken. Aber seit wir verheiratet sind, ist jede Lebensfreude von ihm gewichen. Also, Ihr Humor gefällt mir, Herr Obermeier. Baby Obermeier? Hallo? Sundermann? Dr. Weich? Eleonore Dr. Weich am Apparat? Fehlalarm. Hallo? Melden Sie sich doch. Hallo, sagen Sie noch was. Meins ist der Wecker. Also, was so ein kleines Ding für eine Aufregung verursachen kann. Der Mensch wird immer mehr zum Sklaven der Technik. Prost. Prost. Ich habe nämlich in meinem Handy alle Termine drin. Ja, und jetzt ist soweit. Vielen Dank für den Kaffee, Frau Obermeier. Bitte, gern geschehen. Wir sehen uns dann morgen, gell? Ja, bis dann. Auf Wiederschauen, Frau Dotterweich. Auf Wiederschauen, Frau Sundermann. Und passen Sie bitte auf, dass Ihr Pudel nicht wieder in unser Gartenbeet macht, gell? Ja, warum denn nicht? Vielleicht wächst dann im Frühjahr mal was Gescheites in Ihrem Garten. Das glaube ich nicht. Ach, Frau Sundermann, was haben Sie denn für einen Termin? Ich muss zum Joggen. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Schocken! Oh mein Gott, die hat's eben nötig. Ja, ihre darf ja auch nicht schocken. Sagen Sie mal, Frau Dotterwein, ist es das wirklich so schlimm, wenn sich der Pudel von Sundermann ab und zu in ihrem Garten verirrt? Ja, verirren ging ja noch. Aber der verwüstet mir meine Orchideen, frisst die Kois aus unserem Gartenteich. Die was? Goldfisch. Also, das muss ein richtiges Scheusal sein, was mein Mann mir da alles erzählt hat. Naja, also, ich pack's aber jetzt auch, Frau Obermeier. Vielen Dank. Wir sehen uns ja dann morgen. Ja. Soll ich vielleicht irgendetwas mitbringen? Besteck vielleicht? Oder eine schöne Tischdecke? Danke. Nicht notwendig. Wiederschauen, Frau Dotterweich, und grüßen Sie den Mann. Wiederschauen. Wiederschauen. Mein lieber du, gegen die zwei sind ja die Feldbusch und die Schwarze zahme Fohlen. Allerdings, das ist nur gut, Mama, dass du so diplomatisch bist. Ich hätte die zwei geschupften Hähner schon nach 5 Minuten ausgeschmissen. Ja, ja, darum ist auch deine Mama der Chef im Haus. Und du nur einfach ein Mechanikergeselle, der mit mir sein Zimmer teilen muss. Prost! Prost! Ob das gut geht? Mit uns zwei? Na, mit denen zwei. Die einen sind spießig und auf dem Gesundheitstrip und die anderen sind neureich und völlig überkantig. Ja, jetzt, da macht er keine Sorgen, Hilde. Ich verzeih ein paar schöne Witze, gell?
Ja, und wenn dann der Alkoholspiegel steigt, dann steigt die Stimmung auch, nicht wahr? Ja. Ich bin ja nicht umsonst jeden zweiten Samstag der angesagteste Alleinunterhalter im Goldenen Ochsen. Ja, und der Einzige. Du, gell. Ja, du, vielleicht sollte man wirklich deine Fähigkeiten als Alleinunterhalter nützen. Aber bitte, Opa, bitte nicht wieder diese unsägliche Linie 7. Linie 8? Ja. Und warum nicht? Das Lied kommt immer gut an. Ob bei Hochzeiten oder im Fasching. Einer Wagen von der Linie 8 in die Mitte gehen. Also, ich weiß ja wirklich nicht, wer von unseren Nachbarn das größere Übel ist. Die Frau oder ihre Ehemänner? Apropos, wo ist denn eigentlich dein Bruder und seine Frau? Die wollten doch auch vorbeischauen. Ja, der Martin, der fährt am Getränkemarkt vorbei und dann bringen sie die ganze Ladung zu uns her. Ah, ja. Ja, mei. Wenn man wie er in unserem Autohaus schuftet, dann ist man halt an Silvester der Letzte. Ja, ja. Immer im Stress, die junge Leute. Aber den Urenkel für mich, den bringe ich es nicht zusammen. Ja, man darf das so unter Druck setzen, ja, sonst wird das nie was. An meine Gene liegt das jedenfalls nicht. Ja. Sei du starker, hast du keine Ahnung. Ja. Mir weiß alle, aber gewesen, die zwei wären schon da. Ja. Dann hätte mich die Michaela wenigstens bei den zwei Divas da ein bisschen unterstützen können. Was ist jetzt los? Das ist der Königspudel von den Sundermanns. Und der macht immer ins Bett, weil ich dort da weiß. Das muss der anschauen, Papa. Das ist besser wie Fernsehen. Ach, geh weiter. Im Fernsehen kommt doch auch nichts anderes. Leute, die sich angiften. Und das auf unterstem Niveau. Also, das ist doch ein blöder Köder, glaubst du das? Jetzt hat doch der tatsächlich wieder in unsere Einfahrt einen riesen Haufen reingesetzt. Was? Ja, Papa! Servus, Junior! Du bist ja schon da! Ja, ja. Na, grüß dich! Quasi hinter deinem Rücken hab ich mich reingeschlichen. Ja. Weil du hast ja mit den Hundeheiferls da gehabt, gell? Ja, ja, kann schon sein, gell? Du, pass auf, jetzt hab ich den Hundetrick mit Zack und Schnee bei den Sundermanns in die Einfahrt reingeschaufelt. Vielleicht spannt das nicht und steigt rein. Also, weißt du, ihr Mannsbruder, der macht es euch fast schon einfach. Und ich darf dann wieder vermitteln. Okay, dafür habe ich dich ja. Was sagst du? Nein, ich meine natürlich, dafür hab ich dich doch so gern, Hinderl. Auwe, jetzt grabt die Erna wieder im Blumenbeet bei den Dotterreichs. Oh, das gibt Ärger. Wer grabt? Der Pudel. Ich mein, der macht nur vor die Garagenheiferl. Der macht haufenweise Heiferl. Jetzt wird's nicht lang dauern. Dann werden sich die Neureichs zu Wort melden. Die Neureichs? Habt ihr noch andere neue Nachbarn? Also langsam blicke ich da nimmer durch. Gib dir keine Mühe, Opa. Gib dir keine Mühe. Morgen wirst du sie alle kennenlernen. Gell? Magst du nur ein Bier? Nein, danke, ich hab noch. Die Neureichs ja. Sind die Dotterweichs, verstehst du? Nicht wirklich. Obacht! Jetzt gibt's Eck! Jetzt ist dieser blöde Köder schon wieder aus dem Garten! Auf, muss er! Was war ich an der Kalimau? Das war jetzt der Neureich. Hä? Ich mein, der Dotterreich. Erna! Erna! Komm zum Herrchen! Erna, komm! Das ist der Sundermann. Ich glaube, ihr dürft auch im Fernseher wirklich abmelden. Ja. Der Königspudel von den Sundermanns von links ja. Will dann immer im fremden Revier bei den Dotterweichs von rechts. Aha. Verstehst? Ja. Und deswegen machen die so ein Geschiss. Eben deswegen. Ja, aber das ist ja noch nicht alles, gell? Und deswegen haben wir uns gedacht, nachdem noch unser Gartenfest im Sommer ins Wasser gefallen ist, wäre doch Silvester eine gute Gelegenheit, die nachbarschaftlichen Verhältnisse im Rahmen einer Feier ein bisschen aufzubessern. Das war die letzte Warnung! Der nächste Schuss trifft! Also, ich sehe da wenig Chancen für eine Verbesserung. Ja, Entschuldigung, ja. Darf ich einmal kurz über Ihre Terrasse gehen? Der spinnt doch! Der spinnt doch total! Erna! Erna, ist dir was passiert? Und sehen Sie auch morgen wieder die nächste Folge unserer beliebten Daily Soap. Ihr Nachbar ist ein Heckenschütze. Also Hilde, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, ob das so eine gute Idee war mit ihrer Silvesterfeier. Geh weiter, Flo. Helf mir Opa beim Aufstehen vom Klappbett. Ja, genau.
Hilf mal deinen Trompeten Opa. Immer wenn es spannend wird, muss ich gehen. Ja. Aber wahrscheinlich ist sie in meinem Zimmer eh sicherer. Komm, Opa, begeben wir uns in Deckung. Wir begeben uns in Deckung, genau. Was meinst du, ob das gut geht mit denen? Was? Mit dem Opa, mit dem Flora, mit unseren Nachbarn? Nein, nein, ich meine schon mit allen miteinander. Ja, da kann man nur hoffen und beten. Herr Sundermann, ist Ihnen was passiert? Oh, grüß Gott, Frau Obermeier. Kommen Sie doch rein. Ja. Nein, der Erna ist nichts passiert. Der Erna ist nichts passiert, Gott sei Dank. Grüß Gott, Herr Obermeier. Ja, ja, grüß Sie, na gut, aber meine Frau hat gemeint, ob Erna nichts passiert ist. Also Ihnen, hä? Ach so, mir? Nein, mir ist nichts passiert. Alles noch dran. Aber unglaublich, was dieser Mensch sich erlaubt. Da gehört eine Anzeige her, die sich gewaschen hat. Hey, Herr Sundermann. Ja, da muss man es doch mit der Angst zu tun kriegen. Am Ende schießt der Dotterweich nicht mehr auf Tiere, sondern auch auf Menschen, dieser Anarchist. Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen niedersetzen auf den Schreck, Herr Sundermann. Also, ich weiß nicht so recht. Ihre Frau ist vor 5 Minuten weg. Ja, 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 dann bin ich so frei. Ja. Ein bisschen einen Kaffee hätte ich noch. Ja, oder vielleicht ein Bier. Nein, danke. Eine Tasse Kaffee gern. Gut, einen Kaffee. So. Wir trinken ja keinen Alkohol, meine Frau und ich. Nur Tee. Ist viel gesünder, sagt's. Und langweiliger. Wie? Nein, war bloß ein Witzel, gell? Ja. Zucker? Nein, danke. Ja, ein Süßstoff? Weder noch. Oh, da ist jetzt der Kaffee. Bitteschön. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt so unverschämt frage, aber eine Sojamilch haben Sie nicht zufällig, Frau Obermeier. Na. Tut mir leid. Also Sojamilch ist leider geradeaus, ja. Sie, aber Räucherstäbchen kann mir noch anzünden. Gelde? Da, danke, nicht nötig. Bei uns in der Wohnung stinkt's eh schon so. Ja. Dann stören er die Heiferl nicht. Wie bitte? Herr Sundermann, das gefreut uns recht, dass Sie Silvester heuer bei uns verbringen. Ja, also ich meine, mir, meine Frau und ich, wir freuen uns ja auch. Man kommt ja sonst gar nicht so zum Ratschen, gell, so unter die Nachbarn. Ja. Wollen Sie Platz haben? Ja, gern. Bei uns drüben gibt's ja keine Zwängs der Cleo ihrer Diät. Aber wenn Sie mich nicht verraten. Nein, 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 nein. Wir können schweigen wie ein Grab. Ah! Was war das jetzt? Das war jetzt nicht im Garten, das war jetzt von der anderen Seite. Du, Papa. Kannst du bitte mal schnell kommen? Warum, was ist denn? Ja, der Opa hat's Klappbett ausprobiert. Und jetzt? Ja, jetzt ist's angeklappt. Was? Um Gottes Willen! Opa, wir kommen! Nicht? Ja, dann halt nicht. Schauen wir gleich einmal. Opa, was ist denn ganz ruhig? Ja, Opa. Herr Obermeier! Frau Obermeier! Es hat gelitten! Was darf ich dir sagen? Oder wohl nichts mehr? Dann mache ich halt selber auf. Oh, grüß Gott! Wer ist denn Papa? Hoppala, Sie sind ja gar nicht bei Papa. Nicht, dass ich wüsste. Wir haben uns doch nicht an der Tür geirrt. Das kann ja gar nicht sein. Ja, ich halte quasi die Stellung für den Rest der Familie. Sundermann, mein Name. Thilo Sundermann, Finanzbeamter. Ja, ich bin der Nachbar von links. Und komme morgen auch zu dieser Silvesterparty. Ja, wunderbar. Sieh dann, nehmen Sie mir doch einmal das Kistel da ab. Ja. Wir haben das ganze Auto noch voll, wissen Sie. Ja, und das von meiner Frau nehmen Sie mir auch gleich ab. Ist ja auch viel schwer, gell? Genau, danke. Wir sind gleich wieder da. Ja. Aber lassen Sie es ja.
Wohin damit? Theo! Ja, Cleopatra! Was machst denn da? Ich? Nichts. Ja, das sieht man. Ich such dich überall. Unser Erna wird fast erschossen. Und du machst dir einen schönen Nachmittag bei den Nachbarn und betrinkst dich. Ich trink doch das Bier nicht, ich heb's ja nur. Ja, ja, natürlich. Das sagen alle Alkoholiker. Jetzt schau, dass du das Bier hinstellst, ja, und kommst rüber. Und dann gehst mit der Erna Gassi. Ja, ja. Und Oboe hast du heute auch noch nicht geübt. Nein. Wieso nein? Seit wann widersprichst du mir denn? Ich mein, nein, Oboe habe ich auch noch nicht geübt, Leo. Na, dann schwing dich. Ja. Ich möchte Erna nicht so lange alleine lassen in ihrem Schock. Ja, wo willst du mit dem Bier hin? Außerdem muss man auch bei meinem Gedicht für morgen helfen. Schließlich wollen wir doch unsere Bombe platzen lassen. Erna, los, freiwillig kühlt gleich. Hey, ich bleib doch bei Erna. Nein, nein, nein. Erna, der Scherli kommt gleich. Gleich ist Scherli da. Ist schon da, Scherli. Komm, komm. Mei, oh mei, oh mei, jetzt hat der Depp die Trage da mitten in den Weg hergestellt. Komisch, wo sind denn die alle? Naja, ich steh jetzt jedenfalls erst einmal ein Sekt kalt. Ja, das ist einmal wieder typisch, gell? Abhauen und die Wohnung einem wildfremden Menschen überlassen. Der ganz normale Wahnsinn. Oh mein Gott, jetzt geh weiter, Opa, jetzt schön. Der Depp, der war ich. Ja, ja. Das heißt, ja. Guck du sitzt jetzt erst einmal schön langsam. Ja, schön langsam. Ja, stuhl da rein. Ja, au! Bitte keine 50 mehr. Ja. Wir sind schon länger da und haben die Getränke geliefert. Grüß dich. Ja, das habt ihr großartig gemacht, gell? Also ich komme bei den Tragl jetzt nicht mehr verstauen. Das geht jetzt. Ihr seid ja vielleicht so ein invaliden Haufen. Was? Das nehmen wir ja gerade ab, dass ihr jetzt vielleicht den zwei Fußkranke behandelt. Nein, einen Fußkranken. Ich habe einen Hexenschuss. Ah, was? Du gewandert bist für das Klappett. Schweig, Simulant. Du meinst, wärst du später vielleicht auch mal so? Noch viel schlimmer. Na dann, Prost, Mahlzeit. Gibt's schon was zu essen? Nein, aber ein Bier. Also, ihr hat's doch wirklich nur das eine im Kopf. Nein. Manchmal das andere schon. Was? In deinem Alter. Also, ich geh noch wieder. Mir ist da ja rund viel Familie. Und davon krieg ich am Morgen nur reich. Florian, du tragst jetzt erst einmal mit deinem Bruder die Trageln da an die Terrasse hinaus. Da bleibt schon kühl bis morgen Abend. Und mir, Michaela, wir bringen jetzt einmal die Küche in Ordnung und dann kochen wir was für unsere Paschas. Ist recht. Also gut, Baby. Auf geht's, machen wir's. Ah, auf geht's, Baby. Ah, aber Avanti, Avanti, gell? Ja, schau her, eins für dich und eins für mich. Ja, spinnst denn du? Na, ich trag doch kein Wasser. Nein, nein, das ist unter meiner Würde. Also gut, dann da, schau her. Was ist denn, Papa? Ein paar Tage noch übrig, kannst du nicht mithelfen? Ne? Ja, ausgeschlossen. In meinem Zustand rühr ich das Bier nicht. Kann ich das schriftlich haben? Wieso? Weil mir dann mehr bleibt, wenn es du nicht ordentlich. Also ich glaube, dass ihr zwei mal gar nicht mehr in der Lage seid, irgendwas zu trinken. Und deshalb bleibt der Rest mir. Prost! Also Opa, der kommt immer mehr nach dir. Ja, das wollen wir hoffen. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Was ist? Gibt's am Abendessen ein Bier? Ja, wenn's sein muss. Also, bei dem Konsum, da werden die zwei Tragerl bis morgen Abend nicht langer. Ich komme ja schon direkt vor, wie bei den anonymen Alkoholikern. Bist du denn anonym? Wir kennen uns doch. Wenigstens haben wir heute Abend nur gemütliches Essen, gell? Ja. Nur die Familie. Ich mach schon auf. Wer kann denn das jetzt nur sein? Ah, was ist denn das? Ein neuer Mann? Nein. Gar so neu bin ich gar nicht. Naja, schon wie Sie.
Ich bin der Obermeier Junior. Dotter war ich, mein Name. Leider nicht Junior. Ja, du, was meinst? Soll ich mal verschwinden, bevor sie uns in die Mangel nimmt? Hast recht. Sie hat ja so gerade ein neues Opfer. Hilf du mir, dann hilf ich dir. Sie wollen sicher gerade zu Abend essen. Da möchte ich aber nicht stören. Aber geh, Sie stören doch nicht. Ich bin die Michaela. Herr Obermeier und Herr Obermeier. Ja. Ja, essen Sie nicht? Nein, leider. Wir sind krank. Ja, schwer krank. Ja. Schwer. Ja, ja, um Gottes Willen. Ja, hatten Sie denn einen Unfall? Mehr oder weniger. Wollen Sie vielleicht nicht doch mitessen, Frau Dotterweich? Nein, danke. Ich möchte nicht stören. Ich habe ja da eigentlich nur eine Frage. Und zwar möchte mein Mann morgen gerne seinen Gesundheitsstuhl mitbringen. Seinen was? Gesundheitsstuhl. Der letzte Schrei. Er hat's ja so im Kreuz. Leider ist das Teil sauschwer. Was, Ihr Mann sein? Sein Stuhl, meine ich, ja. Aber Sie haben ja so einen starken Mann im Haus. Ja, da ist als erstes euer Bier. Ach du Scheiße. Florian, ich soll dir übrigens einen schönen Gruß von der Heidi Linde sagen. Und sie freut sich schon sehr auf morgen. Ja, danke schön. Wo ist denn der Papa und der Opa? Die haben gerade die Flucht ergriffen. Die gehst du nicht mehr los. Viel Spaß mit dir. Ich bring dann unseren zwei Invaliden das Bier. Ja. Tschüss. Tschüss. Halt, mit Bier. Ja. Oder warte, ich geh gleich mit. Ah, Herr Obermeier. Sie werden uns doch jetzt noch Gesellschaft leisten. Ja, aber gern, Frau Dotterweich. Lollo. Für Sie, Lollo. Martin. Na dann. Alles ist da, gell? Jetzt geht's echt schon wieder los. Du, Mama? Wo ist denn eigentlich der Opa? Der liegt noch auf der Folterbank. Was? Auf seinem Raumsparbett und schon sein Rücken, damit er hier noch fit ist. Aube. So, ja. Nur ich, gell? Ich muss, schwer verletzt, muss ich nur buckeln und buckeln und buckeln. Armer, armer Papa. Da geht's mir jetzt gleich viel besser wieder, gell? So, du, Hildi, was anderes jetzt. Was meinst du, ob's nicht gescheiter gewesen wäre? Wir hätten jetzt die Nachbarschaft sein lassen und hätten ganz gemütlich im Kreise der Familie Silvester gefeiert. Tja, das wissen wir spätestens heute Nacht. Naja, vielleicht können wir ja wirklich was zu den gut nachbarschaftlichen Beziehungen unserer streitbaren Anwohner beitragen. Ja, so auf Dauer ist es nicht lustig zwischen zwei so Streithanselwohnern. Naja, weil die sind halt auf zwei extreme Haushalte, gell? Ja. Du, was anderes? Hast du heute schon mit Dotterweichs telefoniert? Ja, und mit Sundermanns auch. Aha, ja, und? Papa! Ja? Beide Parteien geloben Waffenstillstand und kommen mit gutem Willen und Vorfreude auf unser Fest. Ja, immerhin, gell? Dann brauche ich ja die Schusswaffen nicht mehr einsammeln. Ich weiß bloß vom Dotterweich seiner Waffe und das ist eine Schreckschusspistole. Hat er selber gesagt? Ja. Aha. Also mehr Schein als Sein. Ja, alles bei den Dotterweichs. Mei. Ist das ein unhandliches Trunkenbad? Und das Teil? Halt?
gesundheitsfördernd. Ja, wart's ab, bis du mal in das Alter kommst. Dann wirst du wahrscheinlich dankbar, wenn du sowas hast. Oh Gott. Papa, hä? Warum hast du nicht so einen Stuhl? Ich mein, alt genug weißt ja. Du geil. Wir brauchen noch keinen Gesundheitsstuhl. Ich bin noch fit. Ja, ich werde bei Gelegenheit dran erinnern. Ja. Also irgendwie schaut das aus wie so ein Babystuhl. Dieselbe helle Holz und war eigentlich genauso unbequem. Apropos Baby, wie schaut's denn eigentlich aus? Geht doch nicht bald einmal ein Nachwuchs her bei euch? Der Opa hat schon wieder gefragt. Komm, Baby, wart's ab, bis soweit ist. So lange kann ich nicht warten, bis du einmal richtig triffst. Am Ende muss ich noch Hilfestellung leisten. Florian, du, gleich kommen die Gäste. Jetzt zieh mal deinen neuen Pullover an, damit du nicht mehr so schlampert rumlaufst. Muss denn nicht sein? Ja. Und du, Martin, vergisst dein Sakko nicht. Muss das sein? Ja. Komm, Bruder, jetzt gehen wir. Ich sehe, wo wir ausschauen. Es kommen eben noch so alte Leute. Was ist los? So. Und der einzige Junge ist schier wie die Nacht finster. Also, Männer, wir Frauen müssen immer schön sein. Aber wie, sie sollen sich einmal ein bisschen hübsch machen. Ja, weil sie ganz genau wissen, dass Hopfen und Malz verloren ist. Ach du Gehilde, mein Lieber, die ist mir nicht sie gekehrt wird. Ist denn die Heidi Linde, die Tochter von die Dr. Weichs, wirklich so ein Mauerblümchen? Ja, sie war ja eigentlich ganz nett, aber sie macht halt nichts aus sich. Na ja, ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter. Die macht immer zu viel aus sich. Wie sie ist. Ja, die schmiert sich Zentner weiß in die Farbe ins Gesicht und tut immer so, als ob sie Mitte 20 wäre. Weißt du? Ja, mein Gott. Es kann halt nicht jeder so in Würde altern wie ihr. Was denn? In Würde älter werden, nicht? Du pass mal auf. Du, ich altere nicht, gell? Der Opa, der altert vielleicht, wenn auch nicht in Würde. Aber ich doch nicht. Geh weiter. Ich hab doch kaum Falten, gell, Hilde? Und wenn, dann sind es bei mir ja nur Lachfalten. Gell, Hilde? Ja, ja, ist schon gut. Du, Michaela, haben wir die Fondue-Kabin schon? Ja, ja, die liegt schon am Tisch. Ja, möchtest du vielleicht damit sagen, dass ich zum alten Eisen gehöre? Du, mein eigenes Weib. Ich nehm's ja noch mit jedem 20-Jährigen auf. Jetzt lass den Stecker drin. Der Baum ist schön. Frau, heute ist Silvester. So, ich mach schon auf. Jetzt kommen die Gäste und mehr seid ihr nicht einmal umgezogen. Ah! Jetzt schwinge! Schon da. Schon gesehen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Frau Obermeier, dass Ihre Söhne den Stuhl rübergetragen haben. Ja, ja. Wissen Sie, das ist ein Weihnachtsgeschenk von mir für meinen Mann. In seiner Position kann er sich ja keinen krummen Rücken leisten. Eleonore, das interessiert Frau Obermeier doch gar nicht. Aber dem Anschein nach bin ich bis jetzt wohl der einzige Mann hier. Ja, leider. Naja, er macht ja nichts. Bin's ja gewohnt. So hässlich hatte ich die Wohnung gar nicht in Erinnerung. Psst. Heidi Linde, möchtest du nicht Grüß Gott sagen? Ja, Mama. Grüß Gott. Grüß dich. Ja, wie wär's denn jetzt wieder mit einem kleinen Begrüßungsschluckern? Ja. Michaela, Alfred. Ciao, Mama. Sekt? Wir haben natürlich Champagner dabei. Oh. Nur ein paar Gläser bräuchten wir noch. Kommen sofort. Ah, und das ist wohl das Fräulein Schwiegertochter? Ja, die Michaela. Frau Dr. Weich, nehmen Sie doch Platz, ja, bitte. Gerne. So, gerne. So. Vielen Dank. Und hier sind auch schon die Gläser. Ja. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Tag, Frau Obermeier. Bin so frei. Ach, Kind, was trinkst du denn? Limonade oder Schorle? Auch um
und Sekt, oder? Champagner! Nein, Kind, du trinkst Saft. Mit 17 gibt's noch kein Alkohol. Papa, ich bin 19. Was? 19? Bist du sicher? Also, Ulf! Mann, wie die Zeit vergeht! Also, vielleicht ein kleines Schlückerl Champagner, hm? Also meinetwegen, an so einem Tag soll man ja nicht so sein. Ja. 19, das ist ja fast unglaublich. Also dann, zum Wohlsein. Prost. Wo sind denn überhaupt unsere Männer? Oh, Entschuldigung. Ja, komm, bitte. Männer, so kommen! Hast du den Schrank gesehen? Der hat ja schon Würmer. Hallo, bleibst denn? Ja, los, gleich. Grauenhaft, so was Spießiges habe ich noch nie gesehen. Na, ich komme. Und dann auch noch Lametta auf dem Weihnachtsbaum. Scheußlich. Komm. Es kann eben nicht jeder so einen guten Geschmack haben wie wir. Ich glaube, das nennt man gediegen rustikal. Das ist Sundermanns, das ist aber schön. Die meint wohl, bis jetzt war's schön. Die wollten uns doch zusammenreißen, den Obermeier ist zuliebe. Aber du hast recht. Frau Obermeier. Ja. Oh. Mei, wir haben uns ja schon so gefreut. Gell, Tino? Ja, Cleo. Und wir uns erst, gell, Ulf? Ja, und wie? Lolo? Ach, ja, grüß Gott, Herr Wundermann. Sundermann, mit S. Sundermann. Ach so. Ja, und Ihr Mutter haben's auch gleich mit. Nein, das ist doch... Arno, geben Sie mir doch Ihren Mantel, bitte. Danke, es geht schon. Mein Mann hilft mir schon. Frau Sundermann, nehmen Sie doch Platz, bitte schön. Danke. Herr Sundermann, bitte schön. Grüß Gott, Frau Sundermann. Wo haben Sie denn Ihr streunendes Tier lassen? Daheim. Die Erna ist ein braves Hunter. Natürlich. Wenn ich diesen Köter noch mal in unserem Garten erwische. Herr Schotterweich, wir haben doch heute am Telefon ausgemacht, dass wir das am Abend äußerst mal vergessen wollen, gell? Verzeihung. Wollen Sie auch Champagner? Nein, danke. Wenn ich vielleicht ein Teewasser haben könnte. Ja, die Familie Wundermann, ja, grüß Sie. Sundermann. Ach so, ja, freut mich. Ja, dann sind wir jetzt komplett. Nur die Herren des Hauses lassen noch auf sich warten. Na ja, man hat sich doch ein bisschen steilen müssen, wenn man solche Damen wie die Frau Dotterweich zu Gast hat. Schleimer! Was meinst du, Schatzerli? Ich such bloß einen Eimer. Martin, ja? Kannst du dich bitte um die Getränke kümmern? Mhm. Tilo, nicht da! Da! Ja, ich habe bloß gemeint, weil sonst eine Lücke ist. Setz dich einfach neben mich. Dann hat alles sein Recht und Ordnung. Sitz, Platz! Die hat interessiert wie ein Königspudel. Nein, das passt schon. Da sitzt ja dann der Opa. Was mögen denn die Damen zu trinken? Danke, ich bleibe beim Champagner. Ich auch. Die Flasche wird zwar bald leer sein, aber wir haben ja genug von dem Zeug. Ich krieg gleich ein Teewasser. Danke. Aha, wunderbar, ja. Und Sie? Oder darf ich vielleicht nur du sagen? Ja, natürlich. Ich bin die Heide Linde. Mhm. Danke, ich hab noch. Ach so, ja gut. Ja, dann nur ein paar Bier für die Obermeier-Männer. Ja, die Gäste sind ja schon komplett. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich ganz besonders, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, grüß Gott, Herr Obermeier. Ja. Wie geht's denn Ihrer Verletzung?
Welche Verletzung? Ja. Ach so, Sie meinen den Haxen. Ja, das geht schon wieder. Das geht ja. Die hat er nur, wenn er was arbeiten muss. So, jetzt geht's dann gleich los mit dem Fondue. Opa! Florian! Mann, hab ich einen Hunger. Hoffentlich kann ich kochen. Psst. Denk an deine Galle, Ulf. Na, Herr Sundermann, haben Sie einen gescheiten Hunger mitgebracht? Hä? Und wie? Ich könnte heute ein ganzes Pferd verschlingen. Thilo! Ich dachte, Sie sind Vegetarier? Sind wir auch. Aber wir haben gesagt, weil heute Feiertag ist, da darf man ein bisschen ein Fleischchen essen. In Maßen natürlich, gell, Thilo? Selbstverständlich. In Maßen genossen sind tierische Fette durchaus verträglich. Was? In Maßen? Ja, da werden wir uns gleich ein paar Massen genehmigen, gell? Das kommt beieinander. Ja, grüß dich, Flo. Flo. Hilf mal deiner Mutter beim Auftragen gleich, gell? Ich muss an Herrn Dutterweich schnell aber was zeigen, auf der Terrasse. Ja, aber es wird doch gegessen. Ja, wir haben's ja gleich, es dauert nicht lang. Gibt's eine kleine Überraschung? Einen Moment, Sie werden aufmachen, bitte. Das oh. Ah, grüß dich, Heidi Linde. Grüß dich, Florian. Du hast aber einen schönen Pulli an. Ja, das ist ein Zeichen meines guten Willens. Den hat mir meine Mama zu Weihnachten gestrickt. Schön, gell? Ja. Ja. Ja, toll, Frau Obermeier. Aber was ist denn das für Wolle? Ich nehme ja für meinen Thilo nur reine Schafwolle. Kein Wunder bei dem Hammel. Haben Sie was gesagt, Frau Dotterweich? Nein. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob Sie daran gedacht haben, Ihre Gaberl und Staberl für Gemüsefondue mitzubringen. Nein, haben wir nicht. Weil wir sind ja anpassungsfähig. Gell, Thilo? Ja, Cleo. Ach, Heidi Linde, ich setz mich zu dir an den Katzentisch. Dann haben die Alten unter sich und wir Jungen haben auch eine Garde. Und im Zweifel, da geht's dann richtig rund. Das ist gut. So. Jetzt geht's los. Das sieht aber gut aus. Mei, hab ich einen Hunger. Lecker. Lecker. Papa, essen. Ja, wir kommen. Mahlzeit. Ja, ja. Ich habe Herrn Dutterweich bloß einmal unser Feuerwerk gezeigt, gell? Nicht, dass der noch alle recht erschreckt, wenn's kracht. Ja, nettes Spielzeug, Herr Obermeier. Was? Wo ist eigentlich der Opa? Opa? Sieh, wieso denn Spielzeug? Sieh, das war das Beste, was sie in dem Laden gehabt haben. Das Beste? Das ist ein bisschen dürftig. Es kommt eben immer darauf an, wo man einkauft, gell? Aber das Feuerwerk von Herrn Obermeier ist vielleicht ein ganz netter, gediegener Auftakt zu dem Feuerwerk, was wir noch zünden werden. Was? Was? Sie zünden auch ein Feuerwerk? Was? Später, Herr Obermeier, später. Soll ja eine Überraschung werden. Frau Sundermann, die Avocado-Creme müssen Sie probieren. Ist selber gemacht. Ja, das sieht man. Ja. Guacamole, sagt der Fachmann zur Avocado-Creme. Aha. Schmeckt gut, der Champagner, gell? Sehr gut, sehr gut. Fast ein bisschen zu gut für dieses gediegene Ambiente. Lass die Knoblauchcreme stehen, Ulf. Sonst stinkt das ganze Schlafzimmer wieder nach dir. Na und? Ich esse also gern Knoblauch. Soll ja sehr gesund sein. Und gut für die Manneskraft, wenn man's braucht. Was soll denn das heißen? Also mein Ulf ist noch in bester Verfassung. Da ist alles noch so, wie es sein soll. Allerdings. Ja, das freut uns jetzt aber ganz besonders. Wieso bleiben die das? Der Sternhall, Frau Dotterweich. Danke, wir haben noch. Ja, dann sind wir ja alle versorgt, ja? Schmeckt's? Danke, sehr gut. Ja, Mama, von dir sind wir richtig geil, gell, Heidi Linde? Ja, Abby?
Da kannst du mich reinsetzen. Eine Wortwahl hat Ihr Sohn, Frau Obermeier. Ja, mein Gott, der sagt halt, was er sich denkt, gell? Ja, er ist halt ein richtiger Obermeier-Baby, gell? Prost, Peter, Prost, Prost! Ey, und Nora, auf das Geschwätz von unseren Eltern haben wir doch auch nicht gehört. Na, also, ich schon. Außerdem ist an Silvester der Flo immer der Erste, der Schlapp macht. So ein Schmarrn. Ja. Aber nur beim Essen. Na. Große Klappe und nichts dahinter. Typisch, Mann. Ja. Cleo, ich mach nie schlapp. Und wenn doch mal, dann bring ich dir vom Papa eine blaue Tablette rüber. Hilde, sollen wir nicht jetzt schon mit unserer Überraschung rausrücken? Weißt du, das heizt dann ein bisschen die Stimmung an, gell? So, also. Nein, Tilo, nicht das. Das Gabel ist rot. Du hast aber die orangene Gabel. Nein, ich hab die roten. Widersprich mir nicht. Du hast die orangen und ich hab die roten. Und basta. Ja, Cleo, wie du meinst. Gut. Die Pute musst auch probieren. Das hätte ich ja gern. Schatz. Schatzerli, könnte ich vielleicht was von dir von deinem weißen Gabel probieren? Ich hab zwar das Grüne, aber das schaut so gut aus. Aber freilich, Martinlein, wenn's mir dafür deins gibt. Ja. Also, liebe Nachbarn, liebe Kinder, nachdem wir ja jetzt fast komplett sind. Also ja, möchte ich kurz mich selbst und auch mein Glas erheben, um ein paar Worte zu sagen. Morgen von Berlin. Weiß-Blau fährt Ratter durch die Stadt. Das ist ein Opa, sein Weißpferdl-Nummer. Was für ein Pferdl? Ein weißes Pferdl, ein Schimmel. Fährt der Wagen schnell dahin, die Menschen, die im Wagen drin. Das macht er jedes Silvester. Die schauen, vor grantig niemand lacht, wo drin, im Wagen der Linie ab. Sie haben ja richtig Feuer. In die Mitte gehen. Ja. Magst du ein Bier, Opa? Selbstverständlich. Noch jemand ohne? Hilde, Hilde, bring doch gleich ein paar Flaschen mit, weißt du? Dann brauchst du deine Wiener. Tilo, jetzt hast du schon wieder das rote Gabel genommen. Hab ich nicht. Still. Wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann schicke ich dich da rüber an den Katzentisch. Ja, darf ich gleich rüber. Jetzt benimm dich einfach. Eine Ladung Bier. Danke. Wunderbar. Toll. Ja. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr. Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr, Opa. Nasterobi. Das Deckelgeschmeiße wieder los. Manchmal sind Männer eben wie kleine Kinder. Manchmal. Immer. Cheerio, Miss Sophie. Ich heiße Cleo. Aha. Cheerio, Mr. Obermeier. Cheerio, Cleopatra. Los! Der Champagner ist leer. Heile Linde. Ja? Geh mal schnell rüber und hol Nachschub. Aber das ist doch gar nicht notwendig. Unser ganzer Kühlschrank ist voll von Säcken. So, da darf ich aber schnell nichts putzen. Säcken, heute muss das was Besonderes sein. Heile Linde, sei so gut. Wird gemacht. Aber Ulf, denk doch dran, wie das letztes Jahr geendet hat. So, wie denn? Das ist eine andere Geschichte. No, nicht ganz so schüchtern, Herr Nachbar. Raus mit der Sprache, was hat's denn da gegeben? Hä? Der Papa ist angetrunken heimgekommen und hat nicht mehr die Treppe raufgehen können. Und dann
hat da unten im Wohnzimmer auf dem Tigerfell übernachtet. Tigerfell! Sir Toby, cheerio! Ich hab ja nichts mehr. Macht nichts, dann trink ich ein Bier, da geh her. Na, ist der Robi. Komm, Heidelinde, ich hol dir beide Flaschen. Ich kann sowieso nicht mehr. Schnell eingefordert, typisch. Naja, sag ich doch. Das ist gut. Jetzt hab ich mich vollgeschüttet. Jetzt muss ich eh rüber zum Umziehen. Ja, wunderbar, da hol ich da auch dabei. Haben Sie denn, Frau Dr. Weich? Haben Sie Angst, dass Oma werden? Ja. Im Gegenteil. Unsere Tochter ist unschuldig wie die Mutter Gottes. Verstehe. Unbefleckte Empfängnis. Nein, nein, nur keine Angst. Da passt der Flo schon auf. Hoffentlich. Ich finde einfach, es gehört sich nicht, wenn ein junges Mädchen mit einem jungen Mann allein in einem Haus ist. Fleischfrau, Dr. Weich. Ja, ich möchte nur eins. So. Noch jemand ohne? Ja. Eintrittsspruch. Oh. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Nachdem wir es ja im Sommer leider nicht geschafft haben, ein Nachbarschaftsfest zu organisieren, gell, freut es mich ganz besonders, dass wir uns heute endlich zusammenfinden jetzt, um endlich einmal Silvester zu feiern. Gell? Jetzt also im Winter. Winter? Cheerio, Mr. Winterbottom. Cheerio, Josef. Jetzt also ist heute der letzte Tag des alten Jahres. Ja, und das Neue wird Veränderungen mit sich bringen. Und es freut mich ganz besonders. Ja, ich freue mich geradezu, wie ein Schneider Ihnen mitteilen zu können. Schneider? Admiral von Schneider? Cheerio. Ja, ich bin ja kein Admiral. Ich bin ja nur ein Finanzbeamter. Ach, ja, nix. Aber Sie haben ja gar kein Bier. Ja, im Moment nicht. Dann nehmen wir es seins. Ja. So. Prost. Tilo. Nur das eine. Prost! Prost, Admiral! Ja, Gott, da war ich, jetzt geben's doch acht. Ja, acht! Einer Wagen von mir. Bin ich mit dir. Ich geb's auf, glaubst du es? Ja, es ist. Es pressiert ja auch noch nicht so mit unserer Überraschung. Warte noch halt bis nach 12, wenn der Opa nicht mehr ganz so untriebig ist. No. Vielleicht sollte ich jetzt mit meinem Gedicht. Ja, Cleo, sicher, wenn's meinst. Also, Herr Obermeier. Ja, ja bitte. Verzeihung, ich meine Obermeier Senior. Ja, bitte. Nein, nein, ich meine den Senior Senior. Ach so. Ja, bitte. Ja. Jetzt hab ich's vergessen. Also, wenn die so weitermachen, dann erleben die das neue Jahr halt nimmer. Ja, vielleicht hätten wir doch auf die Party am Sendlinger Tor gehen sollen. Ja. Nächster Halt, Sendlinger Torplatz. Kirchenstraße, Fraunhofer Straße, umsteigen. Vorsicht, der Wagen ist besser. Also, bevor ich umsteige, habe ich zum Jahreswechsel ein paar Gedanken in Reimform zu Papier gebracht. Ja, Entschuldigung, ein kleines Moment dann noch. Der Tee treibt. Wo haben denn Sie... Bitte sitzen bleiben. Aber es pressiert. Ach so, wenn es pressiert, dann geradeaus, nächste Straße links und dann umsteigen in die zweite Tür rechts. Vorsicht. Danke. Erst links und dann wieder rechts, dann rechts und dann wieder links. Ja. Jetzt ist mir's eingefallen, das von vorhin. Ach so, ja, raus mit der Sprache.
Aber Ulf, wir wollten doch erst nach 12. Doch jetzt, wo es mir wieder eingefallen ist. Na, jetzt wird's spannend. Ja und? Ja und? Das wollte ich vorhin sagen. Ja? Ich hätte gern noch ein Bier. Ach. Und das ist alles, mein. Ja, im Moment schon. Später vielleicht noch eins. Da haben Sie recht, Herr Totterweich. Ich brauche auch noch eins. Und ich weiß auch, wo Nachschub ist. Ging es weiter, Herr Totterweich? Hm? Mein lieber Totterweich, wo haben Sie denn den Namen aufgehoben? Vorsicht! Der Wagen ist besetzt! Bim! Auf geht's! Aber Ulf, zieh dir doch wenigstens einen Mantel an! Aber geht, der kommt doch gleich wieder! Ah. Naja, also wenn der Stuhl neben mir schon frei ist, dann können Sie sich ja ein bisschen neben mich setzen, Herr Obermeier! Na, Sie wissen sowas. Also, mir tut jetzt gerade mein Hax wieder so weh. Ich glaube nicht, dass der Stuhl das Richtige für mich ist, gell? Ich meinte ja auch Ihren Sohn. Ach so, ja, der freut sich sicher, dass er doch Gesellschaft leisten kann. Ja, gern. Wenigstens so lange, bis Ihr Mann halt wiederkommt. Höchstens. So, da kommt der Nachschub. Bitte sehr. Tilo! Ja, Cleopatra. Ich hab jetzt nur, ich hab bloß... Er wollte bloß noch ein Bier. Cheerio, Miss Sophie. Ich heiße Cleo. Das wäre wurscht, wer Sie heißt, Hauptsache Sie trinken. Cheerio. Naja, weil Sie sind Herr Obermeier. Cheerio. Cheerio. Was ich noch sagen wollte... Still! Also, der Opa sauft jedes Jahr mehr. Hilf mir einmal das Bier in Sicherheit bringen. Ja, gut, mach ich. Achtung! Der Wagen ist besetzt! Schade! Es war gerade so nett neben Herrn Obermeier. Gell? Soll das heißen, dass es neben mir nicht nett ist? Nicht immer. Aber immer seltener. Herr Fleischer, Sundermann? Ja, gern. Nein, danke. Mein Mann ist satt. Was? Ja, also, mir sind ja jetzt auch schon fertig. Und da gibt's ja auch noch einen Nachtisch. Da wird man ja richtig verwöhnt. Ja, was gibt's denn nachher noch? Tiramisu vom Chef höchstpersönlich. Aha, also von der Hilde. Von mir eine Spezialität des Hauses. Oh. Ja, das dürfte du nicht entgehen lassen. Was Sie so alles können, Herr Obermeier. Wieso? Was kannst denn du noch? Ist mir da irgendwas entgangen? Nein, also wer so wie ich Tiramisu machen kann, ist dadurch von sämtlichen anderen häuslichen Tätigkeiten ausgeschlossen. Aber Moment mal, ich trage selber auf. Was? Du tragst auf, Papa? Ja, stimmt. Ich hab mir schon gedacht, dass du ein bisschen dicker warst. Was? Das ist ein oberbayerischer Waschbrettbauch. Im Speckmantel. So, da bin ich wieder. Da ist der Nachschub. Ja, und wo ist die Heidi Linde? Ja. Das arme Kind wird halt eine Verschnaufpause brauchen. Wieso Verschnaufpause? Die Arme kommt ja eh nicht zu Wort. Die kommt gleich wieder. Die steilt sich bloß noch ein bisschen. Naja, ich hab ein bisschen nachhelfen müssen. Was? Wobei? Ja, ich war bei der Textilwahlberatung tätig. Aha. Ja, vielleicht geh ich ja hier mal in die Bodenbrosch. Was du? Er wird dein Vater Chefkoch in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Der Florian wird höchstens einmal Trambahnfahrer wie sein Opa, gell? Genau. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Einer Wagen von der Linie ab. Also, Herr Obermeier, Sie sind eine richtige Stimmungskanone. Ja, das ist ja auch mein Zweitberuf. Aber das ist alles nichts gegen meine Kanone. Findest du? Cheerio. Cheerio. Tilo, hör endlich mit dem Essen auf. Die Frau Obermeier möchte abräumen. Wenn du ein Bier trinkst, dann kann ich auch essen. Tilo! Cheerio! Hey, halt einmal. Die hat den ganzen
ganz schön unterm Pantoffel, der Hausdrachen. Obermeister Silvesterparty? Das ist eine Beleidigung. Na, das ist keine Beleidigung. Das ist mein Name. Wer? Na, da ist der Baby, Obermann. Frau Sundermann, es war doch sicher nicht so gemein von der Frau Dr. Weich. Doch, doch. Das war genau so gemein von diesem aufdackelten Malkasten. Ach, sieht doch still. Gegen sie ist ja das Aschenputtel die reinste Schönheitskönigin. So eine Unverschämtheit. Der Martin? Na, der ist gerade nicht da. Der kommt aber sicher gleich wieder. Wenigstens bin ich nicht so eine biedergraue Maus wie Sie. Oh. Was auf Ihren Erfahrung ist, fast. Was mache ich denn bloß mit den zwei blöden Hähnern? Unverschämtheit! Da kommst du bei uns vorbei. Tilo, jetzt mach halt was. Du sagst jetzt sofort dieser impertinenten Person Bescheid. Geht nicht, ich esse ja gerade. Da. Ich gebe Ihnen gleich eine impertinente Person. Meint ihr das? Ja, das ist... Sind Sie doch still! Bei Ihnen drüben, da halten doch nur noch die Hypotheken Ihr Haus zusammen. Ach, das Sie haben doch sogar die Goldfische geleast. Oh. Jetzt aber mal langsam, Frau Sundermann. Sonst vergesse ich meine gute Kinderstube. Ja, wir haben eine super Stimmung. Alles total harmonisch. Was verrückt. Ha, Kinderstube ist doch für Sie und Ihre Frau ein Fremdwort. Und dann Ihre verzogene Tochter erst. Also jetzt reicht's. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich gehe. Na, das reicht noch nicht. Jetzt geht's erst richtig los. Kommen Sie. Einsteigen bitte. Und die Türen schließen. So, Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Cheerio, Miss Sophie. Ein Freiner können Sie mitbringen. Ja, wir haben genügend Platz. Spinnst du total? So, das weltbeste Tiramisu. Ja. Bitte schön, oder? Bitte schön. Achtung! Bitte schön, Herr Wundermann. Das sieht doch ganz lecker aus. Ihr Mann kriegt auch nur seinen Mund auf, wenn es ums Essen geht. Mein ist wenigstens kein so ein aufgeblasener Aufschneider wie der Ihre. Und Sie... Sie mit Ihren falschen, noch nicht abbezahlten Pelzmänteln. Oh, das muss ich mir nicht bieten lassen. Ja, genau. Dorfstraße 4. Genau. So, noch jemand ohne? Ein Amaretto würde jetzt wunderbar passen. Ulf, denke bitte an deinen Alkoholkonsum. Bei dem ist doch eh schon wurscht. Ich bring den Amaretto gleich. Was, Sie kommen? Ja, wunderbar. Also dann, bis gleich. Wer war denn das? Ein alter Späßel von Martin. Aha. Der hat gesagt, auf Ehren der Feier ist sofort. Und dann hab ich gesagt, der soll bei uns vorbeikommen, da steigt eine super Party. So? Wo wär denn nachher die? Sogar mal. Bist jetzt du komplett verrückt? Wir langen unsere streitbaren Nachbarn schon. Was sind wir? Du kannst doch nicht jeden, der bei uns da anruft, einfach zu uns daher. Daher einladen! Flo, wer hat denn angerufen? Ein alter Späßel von dir. Der Franco Nero. Ja, Franco Nero? Kenn ich nicht. Aber den kennt doch jeder. Ich nicht. Du bist ja auch niemand. Also, mein, steht jetzt hier auf dem Schlauch. Der Franz Schwarz halt. Was, der Schwarz Franz? Ja, genau. Der ist gegenüber bei den Sägmüllers eingeladen. Aber weißt du, so fad ist, hat er sich gedacht, wenn sein alter Studienspätzl, der Martin Obermeier, daheim wäre, dann darf er auf den Sprung vorbeikommen. Der bringt auch noch jemand mit. Ach, der Dr. Franz Schwarz? Nein, der Franco Nero. Mein Gott, nein. Ja, sagt's mal, wisst ihr nicht wirklich nicht, wer das ist? Nein, Logo, der Westernheld. Nein, das ist doch unser Familienminister. Was? Wie bitte? Unser Familienminister, ja, Dr. Franz Schwarz. Ja, der hat mit mir studiert. Jetzt brauche ich einen Schnaps. So, da ist jetzt der Amaretto. Du brauchst kein Niemals, okay, her. So, Cheerio. Opa! Weiter fahrt in Richtung
Landtagsgebäude. Schellingstraße, Goetheplatz, umsteigen. Vorsicht! Der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Lilia. In die Mitte gehen. Weiß-blau. Was ist denn jetzt so los? Das ist wahrscheinlich unser Bundespräsident. Sitzen bis zum Nordfriedhof. Es ist jetzt 23:30. Gleich kommt mein Spätzle, der Familienminister, und wir haben schon die erste Alkoholleiche. Nein, nein, das ist nicht der Alkohol. Die hat einen Schock, aber die erholt sich gleich wieder. Ja, ja, ja. Noch jemand ohne? Danke, ich bin bedient. Ich hätte noch gerne ein Glas. Geht's wieder, Frau Dotterwein? Oh. Unglaublich! Wie die ihre Möpse zur Schau stellt. Was? Wir haben zwar einen Königspudel, aber Möpse sind auch nicht schlecht. Hier ist ein junger Mops, alle, aber es wäre ein alter Königspudel. Na. Seid nur ihr, Florian. Wieso? Du kannst der Heidi nicht so ein Gewand aufschwatzen. Das hab ich ja nicht aufschwatzen müssen. Auf die Idee ist du selber gekommen. Aber bloß ein bisschen Hilfestellung geben. Gell, Heidi Linde? Genau. Außerdem, so schlimm finde ich das gar nicht. Na, ich fürchte, deine Mutter ist da anderer Ansicht. Was habt's denn, Frau Dr. Weich? Was ist? Ich schau jetzt mal in die Hausapotheke, vielleicht finde ich was. Ja, die ist Durst, Hilde. Und mir, pass auf, wir halten da herin dabei die Stellung. So. Also, Mensch, davon bin ich überzeugt. Ja. Jetzt tut die Hand da weh. Dann fällt sie um. Aber Mama, jetzt fang dich halt wieder. Ich hab doch nur das Spaghetti-Trägerkleid angezogen, das du dir vor 3 Jahren in Italien gekauft hast. Was ist? Was macht man denn jetzt mit dir? Ja, da hilft jetzt bloß ein Schnapsel. Ich glaub nicht, dass das was hilft. So, ich muss auch bei uns Männern. Grenzen, Baby! Du nimmst wieder Fische, Thomas. Heilinde. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn du jetzt mit dem Flo deiner Mama für ein paar Minuten aus die Augen gehst. Sonst kriegen wir es ja nie mehr fit. Jetzt brauchst du uns nicht zweimal so. Komm, Heidi Linde, geh mal auf mein Zimmer. Florian. Ja, wir haben eh noch einiges zu besprechen. Gell, Heidi Linde? Genau. Also, bis später. Sorry, Linde. Morgen kaufen wir da Kontaktlinsen. Bitte. Ich verstehe schon. Ich werde dann mal eine Runde mit der Erna Gassi gehen, bis sich die gnädige Frau der Fahrt hat. Glänzende Idee. Derweilen kannst du dein Gedicht noch ein bisschen üben. Das muss ich nicht, das kann ich schon. Sehr nett, Frau Sundermann. So in 10 Minuten ist die Frau Dotterweich sicher wieder auf dem Damm. Was? So schnell schon? Schon? Gut. Ich weiß wenigstens noch, was Anstand ist. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Cleopatra. Du, Mia. Oh. Mann,
jetzt wird's gemütlich. Ja. Nix da! Martin, Papa, jetzt hilft's mir heute mal. Wir verfrachten jetzt die Frau Dotterweich dann über aufs Sofa. Und zwar so lang, bis sie wieder in der Lage ist, von allein zu sitzen. Jetzt komm. Ja, also Junior, deine Frau redet mit dir genauso wie die meinige mit mir. Ja, wenn das für dich eine Ausnahme macht. He? Also, packen wir's, auf geht's. Oh. Oh, Herr Obermeier, Sie sind aber stürmisch. Ja. Aber gegen mich ist er mein Sohn nur ein laues Lüfter, Frau Dotterweich. Frau Dotterweich. Ja. Lollo, für Sie Lollo, Martin. Geht's? Ja, freilich geht's. So, Frau Dotterweich, schauen Sie her. Ja. So, bitte. Oh, 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 oh. Dankeschön. Die Fusserlinderer. Was ist? Hat vielleicht einer der Herren eine Idee, wie wir den Abend jetzt noch retten können? Das Beste ist, wir stoßen noch einmal an. Ja, ja. Ja, super. Ja, dann werde ich mich hier einmal in die Küche begeben. Irgendeiner muss ja das Chaos in Grenzen halten. Das ist genau die richtige Verteilung der Geschlechter. Ja. Die Frau gehört in die Küche. Ich sag's mal auch immer, du passt am besten zu den Möbeln. Sehr witzig. Mei, oh mei, oh mei, ich glaub's das. Gleich kommt mein Spätze, der Familienminister. Und dann das doch. Wart's ab, Martin. Das wird sich alles noch zum Guten wenden. Speziell für dich. Wie meinst du jetzt das? Ja, das siehst du dann schon, gell? Herr Dotterweich, was ist? Wollen Sie noch ein Tiramisu? Nein, danke, ich bin voll bis oben. Also, wenn noch was da ist, hätte ich mich opfern, Herr Obermeier. Herr Obermeier, also, Herr Obermeier, also, wie Sie das O hört, gell? Nein. Jetzt lassen Sie mal diesen blöden Nachnamen weg, gell? Und vor allem auch das blöde Sie. Ich bin der Kalle. Ja, Kalle, ich bin der Thilo. Ja, angenehm, gell? Ja, und das ist der Martin und das ist der Opa. Ich bin der Josef. Entschuldigung. Aber meine Freund, sag mal bei Peppi zu mir. Prost, Peppi. Ich bin der Ulf. Ja, was? Ich hab gemeint, du bist der Winterbottom. Oh mein, glaubst du das? Sag einmal, du bist doch ein schlauer und patenter Mensch. Sag einmal, wie hast du denn das bloß geschafft, jahrelang Seite an Seite mit so einem, naja, Hausdrachen zu leben? Hä? Ja. Naja, weil. Warst vielleicht besoffen, wirst du es geheiratet hast. Wieso geheiratet? Ich hab sie ja gar nicht geheiratet. Was? Okay. Nicht? Nein. Sie mich? Wie? Nein, die Cleo hat mich geheiratet, nicht ich sie. Ach so, ja, das ist natürlich ganz was anderes. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, mei, und wie wir uns kennengelernt haben, da hat sie mich halt so an meine Mutter erinnert. Wie ich mir's gedacht hab, Ödipussy. Was? Mutterkomplex. Ach so, naja. Seiner Zeit. Wir waren jung. Ja. Und sie war ja nicht immer so. Also, ich weiß noch ganz genau, damals, 1900. Ja, wann war jetzt das? Naja, es ist ja auch wurscht. Das war ja Verführung Minderjähriger. So jung ist der auch nicht mehr. Du, Mr. Winterbottom, du darfst jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Alkohol, gell? Hast recht, sonst lande ich wieder auf dem Tigerfell. Na, sag einmal, hast denn du wirklich ein Tigerfell daheim? So eins wird ich mit Sophie. Natürlich. Geh weiter. Obwohl ich es überhaupt nicht leiden kann. Meine Frau hat sich's halt eingebildet. Da habe ich ihr halt einen geschossen. Was? Letztes Jahr, bei meinem Safari-Urlaub in Afrika. Geh. Aber das schmeiß ich bald raus. Willst du es sehen? Was anschauen? Jetzt gleich. Ja, Frau mag ich das. Das kann ich brauchen für meine Requisiten. Okay, aber Papa, okay. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Sing mit. Ein Wagen runter, in die Mitte geht. Herrscher, Zeiten.
Also, das ist die erste Silvesterparty der Welt, wo die Gäste schon vor 12 Uhr gehen. Ja, hoffentlich. Da bleibt mir wenigstens die Blamage von Franz erspart. Aber die kommen ja alle wieder. Ich hab leider nichts gefunden. Ja, was ist denn jetzt los? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Nein, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Herr Sonnemann, wo ist denn die Frau? Die geht Gassi und setzt Häuferl. Ihr Frau? Nein. Die Erna. Ja, und der Flo? Der spielt mit den Häuferl. Nein, ich mein, der entschärft in seinem Zimmer eine Sexbombe. Nein, der Opa ist mit dem Totenweich auf dem Tigerfell. Was? Die Michaela ist in der Küche und wir warten bis 12 Uhr. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, das wäre jetzt eine super Gelegenheit, gell? Michaela, Hilde, gell, kommst doch einmal raus. Was ist denn? Gell, nehmt doch einmal Platz. So. Ja, ich will jetzt noch einmal das Wort ergreifen. So, nachdem wir jetzt so richtig unter uns sind, wunderbar, könnte ich noch an Cognac kommen? Mir ist gar nicht gut. Ja, also fast unter uns sind, ja, da will ich jetzt die Gelegenheit ergreifen und schon vor 12, gell, weil es ihr zwei seid, die Katze aus dem Sack lassen. So. Also, nach reiflicher Überlegung und einvernehmlicher Absprache mit meiner geliebten Frau bin ich, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir, ich als Geschäftsinhaber quasi... Papa, komm auf den Punkt. Ich werde übergeben. Was? Ja. Herr Obermeier, darf ich Ihre Toilette benutzen? Ja. Und da muss ich zu mir rüber. Nein, kein Problem. Gehen Sie nur, kein Problem. Ja, aber schön. Aber passen Sie auf, gell, dass Ihnen der Klodeckel nicht auf den Kopf fällt. So, also, was ich damit sagen wollte, ist... Still! Erna, Platz! Der Herr Obermeier will eine Rede halten. Also, das hört man nicht zum Killer werden. So, jetzt ist aber Zeit für mein Gedicht dann. Still, Cleo, Platz! Der Herr Obermeier will eine Rede halten. Prost! Und Hero! Still! Ich will jetzt nichts mehr hören. Seit 15 Jahren höre ich mir jetzt ein ewiges Genörgel an. Seit 15 Jahren darf ich nicht das essen, was ich mag. Nicht das trinken, was ich mag. Kein Bier, kein Wein, kein Alkohol, nichts. Oboe muss ich spielen, obwohl ich der geborene Schlagzeuger wäre. Wenn ich einmal mit meinen Kollegen zum Fußball gehen möchte, dann blamierst du mich, weil ich daheim bleiben muss, weil ich mich ja erkälten könnte. Und das letzte gescheite Geschenk, das du mir zu Weihnachten oder zum Geburtstag gemacht hast, das war 1994 der Radio, weil ich seitdem wenigstens am Samstagnachmittag Bundesliga hören kann. Außer du hast einen Töpferkurs, dann muss ich Gassi gehen. In den letzten Jahren, da kriege ich bloß noch gestrickte Socken, Mützen, Pullover und alle aus Schafwolle. Bücher über Feng Shui und Fußreflexzonenmassage. Gegessen wird nur noch Reis und Gemüse. Getrunken nur noch ein Tee. Aus Tassen ohne Henkel, wo du die Finger saumäßig verbrennst bei allerlei. Es dreht sich alles bloß noch um unseren Hund. Erna hier, Erna da. Im Schlafzimmer, da spielt sich ja schon seit Jahren nichts mehr ab, weil ja der blöde Hund immer zuschaut. Unser Sexualleben, das ist total verkümmert. Na, nicht einmal mehr das ist total am Boden. Aber eine Überdecke aus Schafwolle, die haben wir. Ich mag nimmer. Aus Bastardarmen. Ich lass mich scheiden.
Ich sag an Florian, er kann seinen Schafwollpullover wieder ausziehen. Ich bin sprachlos. Endlich! Prost! Respekt! Respekt, Tilo! Respekt! So, jetzt habe ich dem Opa eine Freude gemacht. Der ist ja ganz vernarrt in das Viech. Haben Sie ja mal einen Hund geschenkt? Nein, nein, einen Tiger. Was? Ja, aber der ist doch schon tot. Und für meine Frau habe ich gleich Riechsalz mitgebracht, damit sie wieder wach wird. Und Valium akut. Falls ihr dann wiederum zu viel redet. Möchtest du auch ein Stilo für deine Frau? Danke. Nicht mehr nötig. Papa, spar da bitte der Rede für später. Oder meinetwegen für morgen. Und Sie halten mir ein Gedicht auch für morgen auf. Wisst ihr, wie spät es ist? 10:50. Wahnsinn, Wahnsinn! Wahnsinn! Da ist eine fette Limousine vors Haus gefahren. Papa, geh weiter, Kind. Das musst du anschauen. Ja, das ist ja. Das ist ja mindestens ein Zweifzylinder. Das ist er. Das ist er. Na, was ist denn jetzt? Macht er wenigstens ein freundliches Gesicht, wenn der Minister kommt, ja? Florian, du versuchst jetzt wenigstens einmal in deinem Leben dich zu benehmen. Und zieh den komischen Pullover aus. Was ist los? Aber vorhin hast du gehasst, wieso ich... Na gut, nix mehr weg mit dem drum. Ich frag gar nicht nach. So. Es geht schon wieder. Ja, ist was los? Der Familienminister kommt! Ah, um Gottes Willen! Ja, Hilde, jetzt mach schon auf! Nein, ich mach schon auf. Schließlich ist er ja mein Studienkollege, ja? Guten Tag. Ja, Herr Minister. Hat sie schon gehört auf mich? Ne? Schön das Tigerfell, gell? Hat mir der Ulf geschenkt. Und den Kassettenrekorder da auch. So. Hoppala. Ist vielleicht jemand gestorben? Das ist ein doch von einem Beerdigungsinstitut, oder? Ja, also wirklich. Du einmal, das greisliche Viech da weg, das kommt nur über meine Leiche da rein. Leiche? Nur sagen Sie mal, von was für einer Leiche sprechen Sie eigentlich? Jetzt lassen wir den Opa, dass er zwischendurch ein bisschen beschäftigt. So, wo ist mein Getränk? Hier! Prost, Peppi! Prost, Ulf! Prost! Zum Wohle, Tilo! Vinum non habio! Ja, mein Mann hat das große Latinum. Ja, das nützt ihm nix, er hat keinen Wein. Schon gut, Tassilo. Darf mir ein Glas anbieten? Was ist los? Ob Sie was trinken wollen? Nee, danke. Also, ich bin ja im Dienst, ne wahr? Ja, dann lenk's doch wenigstens ab. Nö? Ihr Mantel soll's ausgehen. Ach so, ne Gott. Was meinst du, Heidi Linde? Sollen wir die Bombe gleich platzen lassen? Na, wie bitte? Ne Bämse? Nein. Erst wenn der Minister da ist. Ja, einfach bitte. Ach so, wo ist? Also, Sie sind also der Kutscher vom Minister, hä? Der wer? Der Fahrer. Ne wahr? Und außerdem bin ich noch der Bodyguard. Achtung! Geist Zweifel, noch zwei Minuten. Schnell, einschenken! Oh, Michaela, wir brauchen noch mehr Gläser. Wo ist die mit deinem Schulfreund? Keine Ahnung. Vielleicht macht er noch eine Runde ums Haus spazieren. So, noch jemand ohne? Aber mein Mann hat doch schon so viel Alkohol. Oh, nix, du trinkst den Champagner. So. Still, ich will jetzt nichts mehr hören. Sekt für
Ah. Ah. Ein Glas für den Chef. Für den scheidenden Chef. Wieso scheidenden? Ja, ja, ja. Der hat jetzt eine richtig gehende Uhr. Ja, ja, ja. Echt? Ja, auch die ist geleast. Achtung! Cool! Ja, ist die echt? Na, Logo! Mein Papa kauft sowas immer in Jesolo, bei den Strandhändlern. Achtung! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Prosit Neujahr! Ja, Franz. Ja, grüß dich. Ich hab dich gar nicht reinkommen sehen. Okay, ist ja recht. Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott, Herr Minister. Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Ist ja noch was passiert? Nein, das, danke. Das sind wir Politiker ja gewohnt, dass man nach einem tiefen Fall schnell wieder aufstehen muss. Hoppala, ist Ihnen was passiert? Nein. Herr Minister, ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind, oder? Wir sollten gleich wieder verschwinden. Warum denn? Da sind wir doch goldrichtig. Ja. Endlich einmal eine schöne bayerische Stube. Ja. Ihr glaubt ja gar nicht, wie das bisschen Heimat auf Dauer in der Großstadt abgehen kann. Doch, das glaube ich. Da fängt sie sicher auf. Ein echtes bayerisches Bier. Ja, nix lieber wie das. Bei den Sinkulas, da hat's da so ein greisliches Pilz gegeben. Wir hätten auch noch Champagner. Danke, Entschuldigung. Das süße Zeug, das muss ich in Berlin den ganzen Tag trinken. Bitte geben Sie doch dem Wolke auch ein Bier. Herr Ehrender, dem Herrn Wolke, meinem Chauffeur. Aber bitte, meine Herrschaften, lassen Sie ihn doch nicht aufhalten. Draußen ist doch ein so schönes Feuerwerk. Jawohl! Jetzt werden Sie auch machen! Wie man alle ohne Ehrchen machen. Ui, hoch geht's nicht. Schatz, der will ja meine Familie vorstellen. Das ist meine Frau, die Michaela. Respekt, Respekt! Grüß Gott! Und das ist mein Vater. Sozusagen der Herr des Hauses. Ja, freut mich, Herr Minister, dass Sie bei uns vorbeischauen. Gell? Ja, und ich freue mich erst, dass ich in einer so schönen Umgebung ins neue Jahr rutschen darf. Gell, gell, ja, ja. Sie, aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen, gell? Ich muss nämlich nur schießen. Sie, bitte, Sie wollen ja ballern? Ja, freilich, ich hab doch auch ein Feuerwerk. Bitte schön. Ja, bitte, bitte. Ja. Also, Herr Minister, wir sollten sofort hier... Lieber Wolke, was haben Sie denn immer? Und Sie sind also die Gattin vom Herrn Obermeier? Nein, ich bin die Frau Dotterweich. Unsere Nachbarin, das da, das ist meine Mutter. Ah, grüß Gott. Was, Herr Minister? Herr Minister, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, wo? Die meisten sind doch draußen, da können wir doch hier dieses Nest hier verlassen. Herr Wolke... Bleiben Sie doch mal ein bisschen locker. Sie machen mich ja ganz nervös. Wochenstück? Na, ich bin ja auch nervös. Entschuldigen Sie, Frau Obermeier, hätten Sie vielleicht noch was zum Essen? Oh, Entschuldigung, Herr Minister, ja selbstverständlich haben wir noch was zum Essen für Sie. Nein, nicht für mich. Hier, für den Herrn Wolke. Das stellt ihn normalerweise ruhig. Aber natürlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Kommen Sie, Wölfchen. So. Herr Minister, wir sind in einen Hinterhalt geraten. Achtung, jetzt gibt mein Kanonenschlag. Alles Verbrecher! Die planen doch einen Anschlag! Einen Antrag! Was? Was ist los? Was hat er denn gemeint? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden. Was ich noch sagen wollte, Frau Dotterblume. Weich! Weichblume, ja. Bitte, bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Sie haben jetzt gar nichts zum Trinken, gell? Danke, ich trinke sehr selten.
Nehmen wir uns doch das Glas da. Schauen, das ist noch ganz unberührt. Ja, na dann, Prost! Prost! Hol's ein. Prost! Und Sie wohnen also auch hier in der Gegend? Ja. Ja. Sie haben sicher auch so ein schönes Haus wie die Obermeiers, ja. Bayerisch, rustikal. Ja, ja. Sie haben ein wunderschönes Haus, gell? Ja, sehen Sie, das habe ich überdenkt, dass Sie einen besseren Geschmack haben wie so manche andere. Das Haus nebenan, das ist nämlich sowas von grauenhaft, also sowas Greisliches habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja. Ich bin extra noch einmal näher hin, weil ich es nicht hab glauben können. Ach so. Ach, deswegen bist du erst ein paar Minuten nach deinem Chauffeur reinkommen. Ja, aha. Ich bin nur noch extra um das Haus rum. Ein Glaspalast mit rosa Vorhängen zu die gelben Wänden. Na, ja, also sowas Überkandidels habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da kannst du von der Küche bis ins Schlafzimmer durchschauen. Okay. Ja, ja, und dann haben die eine Skulptur im Garten. Eine Skulptur, gegen die ist die Bavaria in München geradezu dezent. Ja. Ja, und der Teich, der bis vor die Haustür hingeht. Ich meine, da, wenn es einmal richtig regnet, dann schwimmen ihnen die Goldfisch bis ins Wohnzimmer rein. Kois, Herr Minister, ja? Können Sie nicht mal was gegen die Tiertransporte tun? Ich, wie kommen Sie denn jetzt da drauf, Frau Dr. Weich. Eleonore, selbstverständlich. Aber Frau... Für Sie, Eleonore. Aber Frau Dr. Weich, ein Familienminister ist für die zwei Haxer den Rindviecher, nicht für die vier Haxer zuständig. Ja. Jetzt komm einfach, und gleich kommt das Finale. Ja, 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 ich komm ja schon. Sie entschuldigen mich, ja? Passt schon. Ja, und wir trinken dabei auf die guten alten Zeiten. Hey, Martin. Aber natürlich. Prost. Prost. Herr Minister. Noch beim heiligen Holliger. Nicht stinken, Herr Minister. Das ist doch bestimmt vergiftet. Wolke, Sie sehen Gespenster. Ich sage Ihnen, wo? Sogar die Bratensauce zu dem Fleisch hat so eisentümlich Süße geschmeckt. Ne? Na, ich bin wahrscheinlich vergiftet. Da wärst du schon maustot. Na, das war das Tiramisu, ihr Bratensauce. Also, was ist los? Wolke, Sie haben einen Schuss. Ja! Was macht denn Sie auf meiner Frau? Also, entschuldigen Sie doch mal, aber ich glaube, ich habe Ihre Frau Gemahlin mit dem Herrn Minister verwechselt. Jetzt weiß ich aber nicht, für wen das ein Kompliment war. Für mich natürlich. Mann, Sie sind doch wirklich bloß auf der Welt, um Fleischstücke zu spitzen. Was ist denn passiert? Ja, also der Ulf wollte seine neueste Errungenschaft vorführen. Einen Mega-Böller. Ja, aber leider war er halt ein bisschen zu mega. Kondition im Präzedi zu Perbia. Was? Hochmut kommt vor dem Fall. Salomons Sprüche 16,18. Armer Ulf. Wenn der Sundermann dieser Depp nicht gewesen wäre, der hat mich gestoßen. Ja. Du, pass bloß auf, sonst zünd dich noch einmal zu einem von dir selbst gebastelten Böller, du Pyromane, du! Friede, Friede, Kinder, was ist denn Friede? Nein. Ich hol jetzt einmal einen Verbandskasten. Nein, das brauchst du doch gar nicht. Der braucht doch bloß einen Waschlappen. Ist ja noch alles droh. Herr Minister, also, wir sollten hier verschwinden, bevor ein weiterer Anschlag passiert. Okay, Sie haben jetzt erst einmal Funkstille. Ja, ja. Jetzt nehmen Sie mal Platz. Herr Obermeier, ja. Was ich Sie noch fragen wollte, ja. Wem gehört denn eigentlich das Haus da nebenan? Das ist ja greislich. Also sowas von grauenhaft habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, dass man sowas in Bayern überhaupt bauen darf. Ja. Ich glaube, ich muss mal mit eurem Bürgermeister ein Wörterl reden. Ja. Da drüben, grauenhaft, bin ganz Ihrer Meinung, Herr Minister. Das ist der spießigste, ja. Nichtsagendste Schuppen von der ganzen Welt. Ja, jetzt schlagt's 13. Diesen Schuppen hat meine Frau in wochenlanger eigener Arbeit hergerichtet und mit viel Liebe Jahr für Jahr verschönert.
Meine Frau hat Geschmack und Stil. Geschmack und Stil, dass ich nicht lach. Ha! Willst du, wollen Sie vielleicht meine Frau beleidigen? Sie, der Sie bloß groß angeben, aber nichts haben. Von wegen Tiger geschossen in Afrika. Die gibt's ja nur in Indien und Sibirien. Und einen Safari-Urlaub kennen Sie zwei doch nur vom Fernsehen oder aus dem Prospekt. Sie sind ein Hochstapler. Sie sind kein Großwildjäger, Sie sind höchstens ein Großmaul und ein Hasenfuß, ja? Und das Tigerfell, das haben Sie im Pfandhaus gekauft, ja? Im Pfandhaus gekauft. Und dann, Herr Minister, dann wollte er es noch von der Steuer absetzen. Also, ich als Finanzbeamter, ich weiß sehr wohl um Ihre wahren finanziellen Verhältnisse, ja? Sie sind doch eine einzige Seifenblase. Und wagen Sie es ja nicht, meine Frau zu beleidigen. Sonst setzt was. Meine Frau mag zwar eine recht raue Schale haben, aber innerlich ist sie die Herzlichkeit selbst. Ja, Thilo. Immer mit der Ruhe, meine Herren. Ich meine ja gar nicht das Haus. Ich meine das da drüben. Wo ist ein Loch? Ich möchte versinken. Gehen Sie ein bisschen an die frische Luft, ja. Frau Dutterweich. Dann wird's gleich bissen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Vielen Dank. Schön. Bitte. So, und jetzt ein gepflegtes Bierchen für den Start ins neue Jahr. Das ist eine gute Idee, Opa. Franz? Mein Opa habe ich dir noch gar nicht vorgestellt. Oh. Ja, richtig. Also, Herr Ministerpräsident. So weit sind wir noch nicht. Ich bin der Obermeier Senior. Ne, war ein Zwilling. Ja, also, ich bin der Vater von Karl und der Großvater von Martin, nicht wahr? Also, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Ja, also bin ich das eigentliche Oberhaupt, Herr Ministerpräsident. Ich bin kein Präsident. Aber warum denn so förmlich? Ich bin einfach der Franz Schwarz. Der Franco Nero. Ich bin der Josef. So, und jetzt wieder her. Ja, ich hab noch. Danke. Ich bring ihn um. Den Schnellminister. Doch nicht ihn. Den Köter. Halt, Bierschall. Still, Erna. Was ist? Ruhe und setzen alle. So. Nachdem wir jetzt alle, aber wirklich alle, so einträchtig versammelt sind, und dieses Mal bitte ich inständig, nicht unterbrochen zu werden, ergreife ich ein letztes Mal das Wort. Lieber Martin, liebe Michaela. Aber was ist jetzt los? Hab ich Geburtstag vergessen? Schweig! Also, ihr Lieben, nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit meiner Frau sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ich in Zukunft etwas kürzer treten werde und mich mehr der Familie widmen werde, gell? Ruhe da drüben. Ich habe unser Unternehmen vor nun mehr als 20 Jahren mit großer Unterstützung von meinem Vater gegründet. Okay, über solche Kleinigkeiten wollen wir doch nicht reden. Und nun werde ich selbst das Geschäft übergeben an dich, lieber Martin. Ja, hier sind die Schlüssel. Ja, Papa, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, dann sag am besten gar nichts. Küss deine Mama, die hat mir diesen Flor nämlich ins Ohr gesetzt. Mama! Ja, fast bereue ich es ja schon wieder. So zwiebeln, wie der Papa die ganze Zeit ist. Oh, no, keinen Rückzieher machen, Mama. Nein, keine Angst, den ziehe ich mir schon. Papa! Ja, du darfst mich küssen. Oh. Na, bravo! Glaub aber jetzt ja nicht, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst. Ganz im Gegenteil. Ich hab mir schon sowas gedacht. Und deshalb kündige ich. Was? Du,
Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Ja, ja, eine Linde. Genau. Wir machen uns nämlich selbstständig. Was? Ein Internetcafé in der Hauptstraße. Was? Ein Café? Ja, Café ist immer bei uns. In 4 Wochen ist es soweit. Bravo! Das waren also deine Informatik-Nachhilfestunden. Genau. Dies ist einmal eine Silvesterfeier, wo sich richtig was rührt. Wolke, Prost! 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 Ja, Thilo, ich weiß ja gar nicht. Erst schimpfst mit mir und dann verteidigst mich so ritterlich. Ja, du kennst halt doch noch nicht alle meine Facetten, Cleo. Was meinst du? Sollen wir jetzt die Katze, ich meine den Hund, aus dem Sack lassen? Aber sicher. Aber ohne dein Gewicht. Also gut, meinen Segen hast, Thilolein. Alle mal herhören. Ja. So, weil wir gerade dabei sind, haben wir, also meine geliebte Kleopatra und ich, auch noch eine Überraschung. Auch das noch. Die hat bestimmt an jeden von uns einen Pulli gestrickt. Die Erna hat auf ihren ausgedehnten Spaziergängen durch die Nachbarschaft offensichtlich Bekanntschaft mit einem süßen Schäferhund gemacht. Und zwar nähere Bekanntschaft. Und jetzt bekomme ich, ich meine natürlich die Erna Nachwuchs. Nächsten Monat ist soweit. Das wird wahnsinnig. Ein Königspudel und ein Schäferhund. Na, bravo. Das wird lustig im Garten. Ja, die reinste Treibe. Frau Sundermann, Frau Sundermann, ist Ihr Erna ein süßes Hundele? Ja, Frau Dotterweich, gefällt Erna die Erna etwa? Also ich verstehe die ganze Zeit nur Erna. Ja, da verstehen Sie ausnahmsweise einmal richtig. Ja, natürlich gefällt mir die Erna. Ach, wir haben uns ja auch schon richtig angefreundet. Oh, so ein süßes kleines Scheißerle. Ja, die Bezeichnung passt. Ja, das ist ja eine Wendung. Sie, Frau Sundermann. Ja, dann hätten Sie doch sicher ein paar Welpen mal überzählig. Total. Wir haben eine Ultraschalluntersuchung machen lassen. Es werden 8, um genau zu sein. Nein, das überlebe ich nicht. Ja, ja, wer denn da auch dann so ein kleines Erlalein für uns dabei? Was? Ja, aber sicher. Da wird die Erna eine große Freude haben, wenn sich die ganze Hundefamilie im Garten tummelt. Ja. In unserem Garten. Darauf trinken wir. Ja. Auf die Vierbeiner. Ja. Prost. Prost. Und weil wir gerade so gemütlich beieinander sind, haben wir auch noch was zu verkünden. Was kommt denn jetzt noch? Sie adoptiert den Sundermann gleich mit. Nein, bitte, Ulf. Also gut, wir haben da auch noch einen Knaller im Angebot. Nö, aber! Meine Frau hat gemeint. Bitte, Ulf. Nun ja, nach unserem letzten Wellnessurlaub im Zillertal haben wir beschlossen, einen kleinen Pool in unserem Garten zu bauen. Was? So 20 mal 8 Meter. Was? Sprungbrett und tolle Beschallungsanlage. Die Baumaßnahmen dürften so bis Ende Juli abgeschlossen sein. Was? Geil! Also gehen wir dann nicht mehr rüber. Wir schwimmen ein paar Runden bei euch im Pool und den Rest vom Tag legen wir in der Badehose in der Sonne rum. Aber im eigenen Garten braucht man doch keine Badehosen. Da geht man nach. Heide Linde! Da darf ich da auch kommen? Aber wieso denn? Ob mit oder ohne Badehose, in diesem Glaspalast sieht man doch sowieso alles. Es wäre übrigens nett, Karl, wenn der Bagger in deinem Garten stehen könnte. Was? Ja, natürlich. Natürlich, Ulf. Gell? Und den Ausschub, den nutzt dann gleich bei den Sundermanns in den Garten. Ja. Ja. Schön langsam kriegen wir doch nur Bombenstimmung. Wieso? Ja, doch, ihr habt vorher auch schon eine Bombenstimmung gehabt. Nö, sag ich doch, lassen Sie mich durch hier. Ja, aber das Beste, das kommt noch.
Ich bitte jetzt einmal um die allgemeine Aufmerksamkeit. Was? Nur was? Also, Vollvertrag ich feier jetzt nimmer. Moment! Die Michaela und ich, wir haben nämlich die größte Bombe, die heute Abend gezündet wird. Mama, Papa, haltet euch fest, ihr werdet Großeltern! Ja! Ja! Ja, wir haben das gemacht! Ja, so. Mama, das kann ich dir jetzt nicht so genau erzählen. Ja. Was ist, Herr Minister? Magst du Party machen? Ja, mit Vergnügen! Ja, ja, Papa, du wärst der Uropa! Ja! Nein! Ja, ich wär die Uropa! Ja, gibt's nicht sowas, eh? Ich wär die Urgroßvater! Oje, oje, wenn das keine extra Runden wert ist! Achtung! Sonderfahrt von Obermeier Silvesterparty! Vorsicht, der Wagen ist besetzt! Bim! Alter Wagen von der Linie! Ach, das ist mein Lieblingslied! Da ist Sau, der Wagen durch die Schlacht! Also, ich muss ihn nur Wagen! So fährt der Wagen schnell dahin! Oh, Minister, lass uns abhauen! Die Menschen, die im Wagen drin! Wollt ihr locker bleiben! Die schauen nur gern, wenn niemand lacht! Da drin, im Wagen der Linie 8! Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte gehen. Weiß auf, verbrannt er durch die Nacht. Noch jemand ohne? So fährt der Wagen schnell dahin. Trabi, schneller! Die Menschen, die im Wagen drin. Super Party! Die haben erfreit und jeder lacht. Da bin im Wagen der Linie 8. We'll be right back.